Wir sind jetzt in der Ferkelaufzucht. Erwähnenswert ist vielleicht, wie man sieht, der Kleidungswechsel. Wir haben separate Kleidung für die Sauen und separate Kleidung eben für Ferkelaufzucht und Mast. Zur Ferkelaufzucht: am Absetztag kommen die Ferkel in den frisch gereinigten und mit AIM beimpften Abteil herein. Am Anfang werden die Ferkel per Hand trocken gefüttert und später dann, wenn sie an das Aufzuchtfutter gewöhnt sind, wird eben mit der Flüssigfütterung begonnen. Unsere Fütterungsanlage hat ein Restlossystem. Das ist natürlich ganz entscheidend, wenn man Ferkel flüssig füttern möchte. Die Ferkel werden 6-mal pro Tag gefüttert. Warum nicht öfter? Weil wir keinen richtigen Kurztrog haben, sondern einen quasi Mittellangtrog. Das heißt also, das Tierfressplatzverhältnis ist sehr eng und dadurch kommen wir mit relativ wenig Fütterungen aus. Wir haben nun sehr viele Faktoren kennengelernt, die hier am Betrieb zur Steigerung der Wertschöpfung ihren Teil beitragen. Doch der wichtigste Faktor ist und bleibt der Mensch. Wie wichtig ist die persönliche Einstellung für dich als Betriebsleiter? Meiner Meinung nach ist das Betriebsergebnis 1:1 das Ergebnis der Einstellung des Betriebsleiters und der Verantwortlichen. Wichtig ist für mich und Grundlage für unser Handeln ist der respektvolle Umgang mit den Tieren und auch der Umgebung. Das heißt, wir bearbeiten auch zum Beispiel Stresszonen energetisch und arbeiten mit der positiven Wirkung von Steinen. Derzeit erfolgt am Betrieb Wenzinger erneut ein Wachstumsschritt. Wie sieht dieser aus? Ja, die aktuelle Investition ist die Grundlage für die Erweiterung des Sauenbestandes auf ca. 250 Sauen. Wobei man dazu sagen muss, also wir haben uns kurzfristig jetzt entschlossen, dass wir einen Teil des neuen Wartebereichs nicht fertig ausgestalten und noch als Mastbereich verwenden, sodass wir jetzt dann im geschlossenen System noch vorübergehend produzieren, bis die Mastkapazität erweitert wird. Grund dafür ist eigentlich die sehr angespannte Situation am Schweinemarkt. Ja, zum einen möchten wir die vorhandene Technik und unser Know-how noch besser nutzen, deshalb auch diese Investition. Aber was ein besonderer Schwerpunkt vor allem in den nächsten Jahren sein wird, ist, dass wir den Gesamtbetrieb auf eine lebensfördernde Wirtschaftsweise umstellen und damit einen Gesundungsprozess im gesamten Kreislauf beginnen. Das heißt, für mich beginnt jetzt Tiergesundheit nicht erst im Stall, sondern im Grunde schon auf dem Feld und im Boden sozusagen. Aufgrund dessen haben wir auch eine Kooperation gegründet. 3 Betriebe zusammen arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel, das uns in den nächsten Jahren sicherlich begleiten wird und auch noch zu einer Steigerung der Wertschöpfung in der Schweineproduktion führen wird. Diesen Mehrwert unserer Produkte, den wir dann erzeugen, möchten wir in weiterer Folge auch entsprechend vermarkten.